Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um eine eher unbekanntere Aktie, die aber, glaube ich, eine interessante Sonderstory hat und auch erstmals wieder ein bisschen Rückenwind vom Markt. Ja. Ich mag ja per se keine Banken, einerseits wegen der Kultur, dann hatten sie natürlich sehr, sehr viel Gegenwind mit den Niedrigzinsen und drittens ist natürlich zyklisch. Trotzdem, aktuell ist das Marktumfeld für Banken nicht so schlecht und wenn man da in der Nische gut positioniert ist, kann man da relativ viel Geld verdienen. Warum? Ja, weil die Zinsen jetzt auch in Europa sind hochgegangen und ihr bekommt zum Beispiel auf der Sparkasse oder bei den normalen Banken in Deutschland noch keine Zinsen. Das Geld, was da jetzt rumliegt, ja, und das haben die Deutschen ja viel, bekommen sie jetzt bei der Zentralbank wieder Zinsen oder können das anlegen und dadurch geht dieser Zinsspread nach oben und solange die Ausfallraten bei den Krediten nicht zunehmen, was durchaus ein realistisches Szenario ist, dass wir doch nicht die ganz große Rezession bekommen, ist das eigentlich ein gutes Umfeld. Vor allem, wenn ich was habe, wo ich ein bisschen noch günstig bin oder vielleicht eine Sonderstory. Es geht um die ProCredit Bank, das ist eine deutsche Bank, die aber vor allem in Osteuropa aktiv ist. Ist eigentlich so ein bisschen eine Entwicklungsbank, aber sie ist for profit. Ja, auch wenn die KVW und so da dabei sind, kann man jetzt kritisieren. Auf der anderen Seite sorgt es auch für Sicherheit. Bevor es aber weitergeht, ganz kurz der Hinweis. Ich bin indirekt über Wikifolios dort investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das ist jetzt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Warum kennt ihr jetzt die ProCredit Bank? Wahrscheinlich nicht. Wobei sie manchmal, glaube ich, auch so für Tagesgeld oder sowas auftauchen. Das heißt, das Geld, was dann in Deutschland angelegt wird, wird an kleine Firmen in, und jetzt kommt es, Ukraine, Bulgarien, Kosovo, Serbien und solche Länder angelegt. Also sie haben da sehr, sehr lange Beziehungen und fokussieren sich vor allem auf Kleinunternehmer. Das ist natürlich auch wichtig für die lokale Wirtschaft, für die das dann die Hauptbank oder Hausbank ist. Wir sehen hier Firmenkunden und sie haben sich auch zunehmend digitalisiert. Gerade in diesen Ländern sind die Zinsen oft noch höher, außerhalb vom Euroraum, da kann man halt schon einiges verdienen. Da ist nicht so viel Konkurrenz, vor allem wenn man sich halt so günstig refinanzieren kann in Deutschland und da einfach eine gute Beziehung zu den lokalen Märkten etc. hat. Die Aktie kam jetzt sehr, sehr stark runter, weil wir haben das auch gesehen, sie machen halt auch was in der Ukraine. Deswegen aufs nächste Jahr haben wir jetzt hier ein KGV von 3,5. Banken sollte man nicht nur nach dem KGV beurteilen, sondern auch nach dem Buchwert und auch der sollte im zweistelligen Bereich sein. Also von der Seite gibt es da ordentliches Aufwärtspotenzial. Das hat natürlich auch einen Grund, ne, weil die Angst war natürlich, dass das Ukraine-Geschäft komplett verloren gegangen ist und da ist natürlich die Aktie auch ziemlich runtergekommen. Jetzt hat sich das aber so ein bisschen stabilisiert, zumindest nach Aussagen der Firma sind die Abschreibungen der Ukraine jetzt durch und sollten nächstes Jahr nicht nochmal belasten. Ja, wenn jetzt aber natürlich die komplette Ostukraine nochmal nach Russland fällt, wäre das nochmal anders. Oder sie sind auch stark in Serbien und Kosovo, wenn da irgendwas aufflammt. Also es sind natürlich schon riskante Gegenden, aber deswegen ist es auch so günstig. Aber gehen wir in die Investorenpräsentation rein. Hier dieses Hausbankprinzip und auch interessant halt diese Shareholder Structure. Das Zeitinger ist, glaube ich, noch die ehemalige Gründerfamilie und hier KVW und so Aufbaubanken. Ja, und der Fleet Float ist dadurch gar nicht so groß. Man kann es aber auch halt dadurch auch als eine grüne oder nachhaltige Bank sehen. Hier sehen wir nochmal die Aktivitäten. Ich glaube, ein lateinamerikanisches Land kommt noch hinzu. Deutschland, wie gesagt, unbedeutend, aber Ukraine, Kosovo, Bulgarien sehr groß mit 1,4 Milliarden. Serbien mit fast 1 Milliarde und auch Georgien. Könnte das natürlich auch Teil des Investment Cases, wenn es zu einer Stabilisierung in der Ukraine kommen würde, werden da viel Gelder reinfließen, die Wirtschaft wächst dann und da sind sie natürlich vor Ort, aber auch die ganze Region würde aufgewertet werden, weil natürlich dann Rumänien und Polen auch nicht mehr so in der Peripherie sind, sondern insgesamt halt auch das, sag ich mal, das Gewicht von Europa sich da ein bisschen näher nach Osten verteilt. 92% der Kredite, wie gesagt, an kleine Firmen und sie haben historisch sehr, sehr niedrige Ausfallraten, was schon zeigt, dass sie da ihr Geschäft verstehen von nur 3%. Dazu noch ein grünes Portfolio und auch eine schöne Story, halt dieses Thema Effizienz. Sie hatten mal 11.000 Mitarbeiter und 600 Filialen. Jetzt haben sie nur noch einen Bruchteil davon, dank Digitalisierung. Es ist sicherlich jetzt kein Fintech, aber sie haben da zumindest ihre Prozesse im
Griff. Ja? Und selbst in diesem schwierigen Jahr 2022 werden sie trotzdem Geld verdienen, obwohl sie natürlich schon außerordentliche Abschreibungen da in der Ukraine hatten. Aber das sind natürlich auch einzelne Gesellschaften. Ne? Selbst wenn mal komplett ein Land da pleite gehen würde, würde es die Firma, sag ich jetzt mal, zwar belasten, aber auch nicht untergehen. Ne? Dann schreibt man halt einfach diese Tochtergesellschaft ab. Hier sehen wir noch das Lohnportfolio. Ukraine, wie gesagt, 11%, aber es ist ein relativ profitables Geschäft. Also hat ein bisschen größere Bedeutung. Trotzdem ist es auch kein reiner Ukraine-Play. Und sie machen auch eher defensivere Businesses. Wir sehen hier Agriculture, Handel, Produktion. Also weniger jetzt irgendwie Restaurants oder sowas, was sicherlich ein bisschen höheren Durchlauf hat. Das Lohnportfolio wächst auch, also ist auch eine Wachstumsgeschichte. Ich glaube, es wird halt auch immer wichtiger, dass sie halt auch eigene Einlagen haben. Die zahlt man nicht so viel. Und wenn man dann die Kosten im Griff hat, gerade im Vergleich zu der lokalen Konkurrenz und auch, sag ich mal, mit der Kredibilität, die man in durch den deutsche Gesellschaft hat und die eigene IT, das heißt in Quipu, ist das schon nicht so schlecht. Trotzdem, diese ganzen Finanzzahlen interessieren wahrscheinlich keinen, wenn halt irgendwie in der Ukraine nochmal was passiert. Aber wenn sich das halt nur stabilisiert, das muss ja gar nicht besser werden. Ja, das ist natürlich Teil des Upside-Case. Wenn es sich stabilisiert, dann sollte die Aktie davon profitieren, weil dann klar ist, dass sie, wir haben hier die Schätzung gesehen, halt viel Geld verdienen können. Ja, wir haben immerhin hier eine Net Interest Margin dann von 3% und wir sehen hier den Buchwert. Das ist die alternative Bewertung neben dem KGV von 15 Euro. Ja, und da ist das Ukraine-Thema mit dabei. Das kann natürlich sich dann auch mal aufwerten. Und deswegen kommt das auch ganz gut hin mit dem fairen KGV von 15. Erscheint jetzt wirklich viel, aber das ist durchaus machbar, wenn halt dieses Ukraine-Thema sich ins Positive kehren würde, weil es dann eine positive Wachstumsgeschichte wäre. Und wir sehen, der Buchwert ist ja auch ähnlich, also es kann dann auch mal leicht über dem Buchwert notieren und dann wäre natürlich hier ordentliches Aufwärtspotenzial. Trotzdem ist es natürlich eine sehr spekulative Aktie, ist nicht groß. Bin da in, sag ich mal, nicht so den stabilsten Ländern drin. Aber wer mal eine Bank haben möchte mit auch einem positiven Zweck und wem die Regionen nicht schrecken, der sollte sich ProCredit Bank mal näher anschauen. Ansonsten ist man natürlich auch indirekt über ein, zwei Wikifolios von mir dabei. Was ist eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.